Wir wollen einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir zur Balleroberung kommen und dann eben über den nächsten Konter dann ein Tor zu erzielen. Okay, das nächste System, das wir unserem 4-4-2 flach gegenüberstellen, ist das sogenannte 4-1-4-1. Beschreibe es nochmal kurz. 2-5-4-3 ist die gegnerische Viererkette. Der Einser ist in dem Fall die Nummer 6, die vor der Abwehr steht. Dann die nächste Viererkette ist die, die im Mittelfeld vorliegt. 7, 11, 10 und 8. Und der nächste Einser im 4-1-4-1 ist der Stürmer. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo sind die Überzahl- und Unterzahlverhältnisse, wenn wir nach vorne spielen. Ähnlich wie bei dem System, das wir vorher gesehen haben, 3-5-2, haben wir hier im Zentrum wieder die numerische Unterlegenheit. Zwei Roten von uns stehen drei Blauen gegenüber. Im Spielaufbau stehen unseren vier Spielern 3, 5, 4 und 2 drei Blaue gegenüber. Insofern können wir da über verschiedenste Spieleröffnungen Überzahlsituationen schaffen, die wir dann nutzen können, um vor die gegnerische Kette zu kommen. Wie schaut es vor der gegnerischen Kette aus? Da haben wir Gleichzahl, das heißt unsere 7, 11, 9 und 8 stehen auch vier Spielern gegenüber, 2, 5, 4 und 3. Insofern gilt es jetzt wieder, ist jetzt wieder die Zielsetzung, dass man versucht, die Räume, die sich dann eben geben, beziehungsweise die Unterzahlsituationen so zu nutzen, dass wir vor die gegnerische Kette kommen. Das heißt, es wird sich anbieten, über die Außen zu spielen, weil mit dem Innenverteidiger, dem Außenverteidiger und dem offensiven Mittelfeldspieler haben wir gegenüber dem Achter eine Überlegenheit, was die Spielerzahl betrifft. Nimmt man jetzt den gegnerischen Dreier noch mit dazu, habe ich hier über diese Seite eine Überzahlsituation, die man ausspielen kann. Gehen dann die Stürmer noch mit rüber und die Innenverteidiger schieben mit. Sieht man nochmal ganz deutlich, dass wir hier über außen immer einen Mann mehr haben und das gilt es natürlich dann auszunutzen. Wie schaut es in der Defensive aus? Das heißt, wenn die blaue Mannschaft den Ball hat. Genau das gleiche wieder im Zentrum, sehen wir drei blaue gegen zwei rote. Hier haben wir eine Unterzahlsituation auf den Positionen, die gegenüber der gegnerischen Viererkette stehen. Das heißt, unsere Mittelfeldspieler 7, 8 und die Stürmer 11 und 9 haben eine Gleichzahlsituation. In der Offensive des Gegners, wenn man die in Relation zu unserer Kette setzt, haben wir hier eine Überzahlsituation. Das heißt, da ist die Gefahr Viererketten im Verhältnis zu dem Offensivbereich am geringsten. Aber wir müssen schauen, dass wir das Zentrum zukriegen. Und jetzt auch hier nochmal. Exemplarisch nach der Spieleridee des Nach-Außen-Lenkens nochmal erklärt, wie kann ich diese Überzahlsituation in der Defensive zu einer Gleichzahl machen, ist im Endeffekt genau das gleiche Schema. Das heißt, Stürmer Nummer 11 lenkt den Fünfer nach außen. Mit dem Nach-Außen-Lenken beginnt die ballentfernte 9 abzukappen auf die 6. Der ballnahe Sechser steht überlappend. Der ballentfernte Sechser geht in die Position rein, weil häufig dann der Zehner hier mit reinschiebt, unser Achter schiebt ins Zentrum mit rein, um hier auch noch das Ganze kompakter zu gestalten, sollte der Ball von 5 auf 2 gespielt werden, selbe Schema wie vorher, 7 läuft 2 an, 11 macht den Passweg zu, 6er ist hier mit dabei, spielt 2 auf 7, kommt 7 zum Doppeln, 3 kommt von unten, 6 schließt die Mitte zum Stürmer, Rest schiebt logischerweise nach. Ball entfernte 9 beginnt hier überlappend zum Sechser zu stehen, um eben den Pass hier zu verhindern, sonst dreht er uns heraus. Und der Stürmer kommt von oben wieder in die Situation rein, sollte es zur Balleroberung kommen, dass er eben hier offen schon auf die Kette rennt. Aber nochmal, hier haben wir es dann auch wieder im Endeffekt geschafft, eine Unterzahlsituation im Mittelfeld, die ja so zustande kam, dass sie drei blaue gegen zwei rote von uns waren, so umzugestalten, dass wir hier jetzt in der Mitte eine Gleichzahlsituation haben, hier sogar eine Überzahlsituation und damit steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit der Balleroberung. Wichtig nochmal bei dem Ganzen ist immer, man kann nie genau sagen, dass es so kommt. Wir wollen einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir zur Balleroberung kommen und dann eben über den nächsten Konter dann ein Tor zu erzielen.